Der Dilettantentheaterverein 1812 Kremsmünster glänzt auch in diesem Jahr wieder mit einem turbulenten Stück. Ein Schlüssel für zwei ist der Titel der Komödie von John Chapman und Dave Freeman. Regie führt auch diesmal Judith Fuderer. Es ist eine, nun sagen wir mal, eine nicht ganz alltägliche Situation, in der sich Harriet befindet. Diese hat schlechte Erfahrungen in ihrer Ehe mit Bob in Südamerika gemacht und sich von ihm getrennt. Sie ist daraufhin nach England zurückgekehrt und hat nun zwei Liebhaber, die beide verheiratet sind und von denen sie sich aushalten lässt. So entgeht sie der Gefahr, dass sie einer von den beiden heiraten möchte. Als sie Besuch von ihrer Jugendfreundin Anne aus Neuseeland bekommt, erklärt sie dieser, wie es möglich ist, dass sich Gordon und Alec noch nie begegnet sind. Solche Freunde lobe ich mir. Wenn du übers Wochenende bleibst, wirst du einen weiteren Freund von mir kennenlernen. Und wer ist das? Gordon. Und Alec sagt da nichts dazu? Alec weiß nicht. Du meinst, die beiden kennen sich gar nicht? Nein, und so Gott will, werden sie es auch nicht. Ein gut durchdachter Zeitplan und eine imaginäre Mutter haben dafür gesorgt. Doch das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Brenzlig und prekär wird es allerdings, als die beiden Liebhaber plötzlich gemeinsam anwesend sind und sich gegenüberstehen. Allerdings ohne vom jeweils anderen zu ahnen, um wen es sich da handelt. Als dann noch deren Ehefrauen auf der Suche nach den beiden Vermissten auftauchen, sind großer Verwirrung und umfangreichen Täuschungen allerdings Tür und Tor geöffnet. Ich will einen Arzt sprechen. Stören Sie ihn nicht, aber er ist erschöpft. Es ist besser! Mit dieser Komödie sorgte das Ensemble, wie in den vergangenen Jahren, jedenfalls wieder für regelrechte Lachstürme im Publikum und einen amüsanten Abend. Die Komödie Ein Schlüssel für zwei steht noch bis Ende März auf dem Spielplan des Dilettantentheatervereins am Tötenhengst in Kremsmünster.